Ich will jetzt meinen grundsätzlichen Plan beide von hier unten einschicken. Erstmal Cancel Aim. Dorthin. Dramatisch wird, wenn das passiert. Wenn das passiert. Darum kann ich das vergessen. Nee, stopp, das Cancel Aim muss auf jeden Fall kommen. Das ist gerade die große Frage. Wohin stellt er sich? Dorthin oder dorthin? Was passiert, wenn ich vorbei renne? Ist etwas zu nah, um einfach vorbei zu rennen, hä? Ah, das ist jetzt kompliziert. Ihn will ich da eigentlich stehen lassen. Alternativ könnte ich rumgehen. Hier, aber ich habe Angst, dass der hier um die Ecke kommt und mir dann so in die Flanke fällt. Dann will ich eigentlich. Keine aus den ganzen Punkte. Gut. So, wenn ich hier das. Rechtzeitig. Ich riskiere es, glaube ich, trotzdem. Ist alles so ein Raten, was macht er? Geht er zum linken Fenster, geht er zum unteren Fenster und je nachdem komme ich durch oder ich versage. Super, er bleibt stehen. Während dann rechnet er denn damit, dass keiner von denen irgendwas macht? Er muss schon genau dorthin rennen, damit er. Okay. Continue on site. Geht schon Zeit. Gott, das sieht doch vernünftig aus. Nummer 3 schützt mich vor Nummer 4. Am besten. So, los, gewinne, gewinne, gewinne. Sind dann noch Zug 8. Ja, wir sind schon in Zug 8. Ich muss hier durch. Was passiert? Hätte ich den früher hinterher bewegt. So, du gehst erstmal ein Stück zurück und deckst beide Richtungen ab. Bei dir canceln wir das Aim. So, du sollst da hingehen, die Richtung zielen. Genau du. Ich will den Punkt haben.
eine Zeitverzögerung von 3 Sekunden hierhin, Cancel Aim hierhin. So, gucken wir doch mal, was passiert. So, er wartet dort. 2 Sekunden reichen auch und danach soll er weitergehen. Noch was mache ich mit ihm? Ich muss jetzt leider durch. Wenn er durchgeht, tötet er mich. Das Mist. Alternativ, hier oben der Weg ist noch viel schlimmer. Und warten kann ich eigentlich nicht. Art. In einem will ich ungefähr dahin. Nein, muss ich riskieren. Habe ich ein bisschen blöd gemacht, dass ich ihn so weit zurück habe fallen lassen. Dieser dumme Shotgun-Typ macht den ganzen Tag nichts und solche Probleme. Gut, der macht auch weiterhin nichts. Auch ein bisschen gefährlich, dass er genau vor dem Fenster eigentlich steht. Hier weg, Cancel Aim. Cancel Aim. Vorletzter Zug. Runterzielen. Storten. Du von hier runterzielen. Bis dorten. Und er muss. Wir müssen natürlich sehen, was passiert, wenn er. Er tötete beide! Cool! Gut, sorgen wir dafür, dass er. Das ist so lächerlich. Sechs, machen wir es ein bisschen länger. Ich meine, die kommen gleichzeitig um die Ecke. Jetzt bin ich echt überfragt, was ich da machen soll. Gehen wir dorthin und ja. Da fällt mir gerade echt wenig ein. Ich meine, mehr als quasi zur gleichen Zeit um die Ecke stürmen.
geht quasi nicht. Doch wieder in die Richtung ziehen. Ha! So, genau zur gleichen Zeit kommt die Ecke. Einer muss eher schießen. Und wenn da unten einer steht, hilft es schwer, aber. Okay. Ich habe ein Problem. Bitte, bitte, bitte ignoriere mich. Ach Gott, dann ignoriere ich das. Es ist auch mies, da reinzukommen. Ich bin einfach still. Ich freue mich darüber, dass da Victory steht, während er tot ist. Wir waren drin und ich mach weiter. Ich mag es nicht, diese Teile einzunehmen. Das ist echt nicht einfach. Okay, Reinforcements ausnehmen, ja.